Es geht weiter mit dem sensationellen Game Aquarist Alden. Und du kannst es dir nicht ausdenken, aber dieses Game ist the shit. Für alle diejenigen, die irgendwie Bock haben auf geile Fische. Ich bin übelst gespannt, wie es weitergeht mit dem Aquaristen Rinder, ihr Lümmels. Und da geht es auch schon direkt los. Das ist doch eine herzliche Begrüßung. Hallo Sohn, ich sehe, du hast dich gut geschlagen. Alter Falter, willst du nicht noch mehr Geld verdienen? Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Du kannst malochen, bist du... Also wie wär's mal mit arbeiten gehen? Ich meine, du bist gerade 14 Jahre, haben wir ja in den ersten Teilen gehört. Zum Geburtstag, zum 14. darfst du jetzt seit 3 Tagen nonstop malochen. Finde ich ehrenhaft. Und ja, so soll das auch weitergehen. Bla bla bla, wenn du erwachsen bist, kannst du dein erstes Aquaristikgeschäft im Keller unterm Haus einrichten. Alter, so sieht der Dude aus. Er sieht einfach aus wie im Keller unterm Haus. Dort gibt es genügend Platz für mehrere Aquarien und Verkaufsregale und so Sachen. Großes Chaos. Wie wär's, wenn du da noch sauber machst? Alten, ich habe nämlich da keinen Bock drauf. Und ich habe mir gedacht, wofür habe ich denn den Sohn? Den kann ich doch in den Keller schicken, um da aufzuräumen. Ja, danke schön, Vater, ich dich auch. Ja, Alten, muss ich denn jetzt? Ein paar Jahre später? Wow. Okay. Ab jetzt ist, glaube ich, der Part des Tutorials weitestgehend durch. Wir sind ein paar Jahre später in unserem Geschäft unterm Familienwohnsitz. Ich bin gespannt, wie unser Vater jetzt aussieht. Er müsste ja jetzt schon übelst zerbrechlich aussehen. Drücken wir mal F, um... Alter! Alter, wie er creepig ist! Sohn, du bist endlich alt genug, um deine Leidenschaft ernst zu nehmen und deinen ersten Laden zu eröffnen. Ich werd weich! Hier ist unser wunderbarer Keller! Willkommen, Sohn, in unserem Keller. Das Aufräumen wird einige Mühe fordern, aber ich denke, du schaffst das schon. Alter, er hat einfach jahrelang gewartet, bis sein Sohn alt genug ist. Und dann hat er ihn so lange in den Keller eingesperrt, bis er jetzt endlich aufräumen kann. Ich werde weich. Leider funktioniert der Strom nicht mehr. Ich glaube im Sicherungskasten. Oh, Sicherungskasten. Da kenne ich mich mit aus. Ich glaube im Sicherungskasten fehlt eine Sicherung. Bring das in Ordnung. Und wir können sehen, wie es hier aussieht, bevor ich es vergesse. Hier hast du natürlich wieder ein bisschen Geld. Alter. Und bevor ich noch was vergesse, drück den Knopf da unten mit dem Abo allen. Dankeschön. Wie er nicht an alles denkt, der Alte. So, ja, wir haben hier eine wunderschöne Butze. Und ich glaube, es wird wild. Wir haben hier zumindest auf Anhieb 2 Aquarien schon mal. Übernehmen den Auftrag. Okay, nicht schlecht. Ja, Sicherungskasten ist defekt, Sicherung finden, einschalten und so weiter. Wir boxen uns hier mal durch das Chaos. Jawollo! So, machen wir ein bisschen Platz hier. So, wie ist das mit den Sicherungen? Muss ich hier erstmal was ausschalten oder einschalten? Brauche ich Sicherung? Da ist sie doch, da ist die Sicherung. Zack, rein damit und... Nö. Aber ich lebe noch.
Ich habe kein Gewisch gekriegt diesmal. Ehre. Sehr, sehr gut. Okay. Ich muss jetzt hier den gesamten Müll in den Mülleimer reinwerfen. Okay. Ja, geil. Okay. Das kann ein bisschen dauern. Allen von einer lästigen Aufgabe kaum zu unterscheiden. Wer macht nicht sowas gerne in einem Spiel? Was für ein Spaß. Okay, es ist einfach wild. Es ist wirklich wild und es ist super viel, was man hier machen muss. Zwischendurch muss man hier die Schränke aufheben, dann hier so Graffitis wegschrubben. Dann gibt es ein paar Teile, die man aber auch verkaufen kann, wie hier diese Gasflaschen und sowas, die einen Wert haben. Und da kommen dann auch immer so kleine Infos mit rein, was man so als nächstes machen soll. Kaufe und nimm einen Farbroller und die Farbe um die Wände. Ach du Schande, weißt du, der ganze Laden sieht noch aus, ey. Aber wir sind schon am Streichen. Ich schmeiß erstmal noch den ganzen anderen Dreck weg. Na geh doch weg. Na geh doch weg, verschwinde doch, du komisches Blatt Papier, du Dreck. Jetzt ist es endlich weg. Alter, das letzte Stückchen. Kann ich das auch noch verkaufen? Nö, das ist so eine Lampe, die sollten wir hier wohl behalten. Den Rest haben wir erledigt. Klappe zu, geht auch nicht mehr. Nö, da bleibt es für immer offen. Auch nicht schlecht. Ja, dann ist das nun mal so. Ganz schnell erstmal wieder speichern. Die Option, die gab es hier. Klick, direkt über Speichern. Und jetzt folgen wir erstmal den Aufgaben. Kaufe und nimm einen Farbroller und die Farbe, mit der du die Wände streichen möchtest. Jetzt geht's los hier, Alter. Halber Hausflipper. Wir nehmen ein freundliches Gelb, Alter. Wir brauchen bestimmt auch mehr als nur einen Eimer. Also Attacke Vollgas. Jawohl. Ja, wait a minute. Das ist jetzt hier alles? So sieht das? So soll das bleiben, oder was? Ja, muss ich da nicht irgendwie zwei, dreimal drüber streichen? Nee, Moment. Das was ist das hier? Machen wir hier eine zarte Lasur drüber, oder was? Du willst mich doch verkohlen, Alden. Sieht so aus wie vorher. In Gelb. Ich mach da nicht. Ich mach überhaupt nichts. Ich mach doch nicht weiter, Alter. So. Kaufe ein Bodenmuster. Bodenmuster. Wir nehmen das hier in der schönen Holzoptik, Alden. Kaufen. Da ist es. Bodenmuster. Sehr schön. So, wie geht das nun? Oh, Alter. Okay, das kaufen wir direkt nochmal. Na, das ist doch schick. Bodenmuster. Wham. Ja. Das ist doch ganz schick. So kann man das doch machen. So ein bisschen natural, Alden. Perfekt. Kaufe Dekoration für dein Geschäft und bau sie auf. Na klar, Alden. Hier so eine Blume oder was? Gekauft. Die ist so groß, die passt nirgendwo hin. Ich stelle die mal hier einfach in die Ecke, okay? Hier ist auch schön für so eine Blume. Jede Blume würde sich freuen, wäre sie hier in so einer Ecke. Kaufe ein neues Muster für die Wand. Ah, Wandmaterial. Ah, Wandmaterial. Kaufen. Wenn ich jetzt hier diese gelb bepinselte Wand, neue Materiale. Okay. Ja, dann sieht es immer noch nicht gut aus, aber dann wäre es zumindest richtig gelb. Nicht schlecht. Alter, das ist aber schon ein bisschen wild. Jetzt kann ich hier das Blau anmalen und darüber kann ich mit dem Gelb gehen. Und kann hier so ein sattes Grau quasi erzeugen. Okay, das ist cool. Man kann hier die Farben mischen. Das ist wirklich cool. So, und damit haben wir auch hier die letzte Wand einfach komplett zugefliest. Ja, geil ist irgendwie anders. Und wir haben hier unseren ersten Auftrag. Wobei wir natürlich so hier gar nicht irgendwie zurechtkommen würden. Alter, guck dir das an. Hier ist alles tot. Wir müssen erstmal Gas geben. So, ich fische erstmal schön die ganzen toten Fische raus. Weg damit, alles entsorgt. Und dann sehen wir zu, dass die komischen, verschlammten Dinger hier erstmal wieder schick werden. Zack, zack, zack. 4 Eimer gekauft. Und voll machen.
als ob ich jetzt hier für jeden blöden Eimer direkt immer rumrenne. Auf gar keinen Fall eigentlich. Wenn wir hier schon professioneller Laden sind, dann haben wir hier auch ausreichend Eimer vorrätig. So, weg mit dem Gedöns. Zack, weggeschüttet, frisch nachgefüllt, damit wir es auch schön wieder sauber machen können. Raus mit dem ganzen Dreck. Perfekt, alles rausgeschüppt. Alter, jetzt müssen wir gleich wieder die ganzen Teile abschrubben, oder? Oder wir verkaufen den ganzen Sermon einfach und kaufen gleich einfach neu. Okay, offensichtlich kommen wir gerade gar nicht weiter. Wir haben hier jetzt ordentlich was rausgelassen, aber wir müssen tatsächlich erstmal diesen Auftrag hier annehmen. Ich komme nicht weiter. Du hast den Auftrag noch nicht beendet. Reinige die Aquarienscheibe mit dem Schwamm. Willst du mich verkohlen, Alter? Ach, jetzt steht's auf einmal hier. Von welchem Aquarium denn? Wo kommt denn das her? Ja, Wolski. Ja, hätte ich das gewusst, Alter, hätte ich natürlich den Auftrag als erstes angenommen. Aber so ist das nun mal, wenn man es immer besser machen will, als das Tutorial einem sagt. Ist man hier eigentlich noch im Tutorial? Ich meine, das Ganze läuft ja jetzt hier irgendwie in so einer Art Beta noch. Aber es ist ja doch alles hier die ganze Zeit mit Vorgaben, ne? Irgendwann müsste man doch mal selber hier Gas geben. So, schicki. Auftrag an der Wand. Level 5 und wir haben wieder neue Sachen. Wir haben neue Steine, wir haben neue Farben. So ein schickes Schwarz, sehr schön. Direkt gleich mal verwenden. So, moke wie dat. So, wo ist denn jetzt hier das Aquarium, was wir gerade frisch gereinigt haben? War das ein Auftrag? War das ein Job? Hallo, schönen guten Tag. Könnten Sie mein Aquarium sauber machen? Bringen Sie einen vernachlässigten Aquarien auf den Arbeitstisch. Ja, es steht schon wieder eins drauf. Na ja dann, schrubben wir. Jawohl, jawohl. Wir schrubben hier den ganzen Tag Algen, Schlons und Schnodder von den Aquarienwänden. So moke wieder, das kriegen wir gerade noch hin. Das ist doch die leichteste Sache der Welt. Bring das vernachlässigte Aquarium auf den Arbeitstisch. Ja, soll ich so tun? Oh, das ist ja interessant, Alter. Zum Kauf erhältlich und hier auch. Und jetzt könnte man das hier käuflich erwerben. Was ist denn jetzt hier mit dem? Jetzt hat das aber nur noch einen Wert von 16 Ocken, Alter. Das ist ja wenig, ey. Ich bin ja ziemlich sicher, dass das hier schon wieder verbuggt ist mit dem... Wo kommt denn dieses komische Aquarium hier auch her, Alter? Hundertprozentig ist das irgendwie verbuggt. Kannst du mir doch nicht erzählen, nicht? Ich komme ja auch an den Löffel nicht dran. Ja, hilft ja alles nichts. Es ist alles wieder quasi auf zurück, Marsch. Und wir müssen wieder von vorne anfangen. Irgendwas war da verbuggt. Okay, damit ist das alles erledigt. Zack, zack, weg damit. Jetzt klicke auf den Auftrag. Wir wollen schön alles nach Plan machen. Und vorher speichern wir aber schnell nochmal. Nächster Speicherstand, schließen, jetzt der Auftrag. Reinige Aquarienscheiben, bla bla bla, okay. Machen wir, kaufen uns den Schwamm. Und da sind wir wieder am Rumschrubben hier an den Scheiben. Zack, 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 zack. Von allen Seiten, ratzfatz. Und dann noch die letzte Scheibe. Zap, 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 zap. Einmal drüber. Fertig. Klicke auf den Auftrag an der Wand. Wegschmeißen. Auftrag an der Wand. Ha! Level 5. Fertig. Was jetzt? Und jetzt ist es auch weg. Und jetzt ist es nicht verbuggt. Sehr schön. Glück gehabt. Bringe eines der vernachlässigten Aquarien auf den Arbeitstisch. Kein Problem. Wir nehmen hier die toten Fische. Und es stellt sich automatisch hin. So soll das sein. Ja, Wolski. Ja, jetzt fangen wir natürlich auch an hier mit dem Saubermachen. Und sehen mal zu, dass wir hier ein schickes Aquarium draus machen. So, als erstes erstmal Wasser ablassen. Zack. Schön. Ich habe mir direkt erstmal 5 Eimer gekauft. Ich glaube, es war sogar einer zu viel. Hauptsache, alles raus damit. Perfekt. Und wir verkaufen einfach alles, was hier drin ist. Zack, 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 zack. Und während wir das hier so verkaufen, sehen wir hier schon den Preis sinken. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir pimpen das Ganze ja wieder auf.
So, alles was dreckig ist, kommt weg. Und alles was tot ist, kommt auch weg. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Alleine durch Saubermachen haben wir den Preis von $16 auf 56 erhöht. Perfekt. Okay, wir benötigen Erde. Machen wir mal als erstes hier einen Sack Erde. Das Ganze soll ja ein Salzwasser Aquarium werden. Also rein damit. Zap, zarap. Und reinschaufeln. So, dann benötigen wir natürlich noch einen wunderschönen Hintergrund für das Ganze. Zack, da ist es dran. Und so würde ich sagen, kann man das doch schon fast verkaufen, oder? Gutes Basisding, gutes Basisset. Gar nicht so schlecht. Jetzt kommen da natürlich noch ein paar Pflanzen rein, ein bisschen Wasser und die ganze Elektronik, die kaufen wir jetzt als erstes. Zack, zack, zack. Ja, da gibt es verschiedene Thermometer und was nicht alles. Und die sahen auch alle gar nicht so schlecht aus. Ich verwende erstmal hier das Standardgedöns. Also, zack, einmal dran. Thermometer hier oder beziehungsweise Heizung dran. Und hier das Thermometer auch noch dran. Dann haben wir hier alle drei Artikel nebeneinander. Perfekt. Und wir ballern jetzt erstmal Wasser rein. Und danach kommen die Pflanzen. Zack, viermal Wasser. Alter, pro Eimer Wasser bringt das sogar mehr Kohle. Nee, aber sobald Wasser drin ist, bringt es mehr Kohle. Ist ja auch teures Wasser. Dann brauchen wir noch zwei Lampen für das Aquarium. Verdorre ich, jetzt habe ich schon vier, aber ich brauche bestimmt später nochmal die später nochmal die Lampen. Also, dran da. Dann aktivieren wir hier die Heizung. Das Ganze machen wir mal auf angenehme 25 Grad. Dann aktivieren wir hier den Filter natürlich. Blub, 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 blub. Und das Thermometer. Halt, das bleibt hier. Ja, Temperatur steigt auch dann so langsam. Super. Lampen anmachen. Wir bleiben mal in dem angenehmen Gelbton. So, 25% reicht doch. Lampen sind aktiv. Und jetzt sind wir schon hier bei 400 Ocken für dieses leere Aquarium. Mega gut. Und jetzt müssen wir natürlich, dass das hier auch ein Salzwasserbecken wird, hier Seesalz reinballern. Also rein damit. Reicht das einmal? Ich glaube schon, ne? Das heißt, wir haben jetzt die Bedingung für dreimal Salzwasserfisch. Müssen wir da jetzt noch welche reinballern? Ich denke schon. Das heißt also, bevor wir jetzt hier die Salzwasserfische reintun, machen wir natürlich erstmal noch ein bisschen Dekoration hier rein. Und zwar irgendetwas Passendes. Na, guck mal, hier können wir sogar eine ganze Ritterburg noch mit reinstellen oder was. Aber so einen Schnickschnack fangen wir gar nicht erst an. Wir nehmen schön, genau, Seeanemonen und sowas alles. Das muss halt richtig cool aussehen. Und das bauen wir jetzt hier erstmal auf. So, einfach mal reingeschmissen hier die Dinger. Ich weiß auch gar nicht, an welchen Stellen und wie und wo das hier richtig verankert. Ich baller das einfach mal rein. Auch die Algen, die streben hier gen Himmel. Auch nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch schon ganz zufrieden. Das ganze Ding ist voll. Ich hoffe, die Algen und so, die fühlen sich ja auch wohl. Wir haben hier ein bisschen Deko drin. Wir haben hier Grünzeug drin. Und nun kommen natürlich die Fische drin. Salzwasserfische. Und welche nehmen wir? Gucken wir mal, welche ganz gut zusammenpassen. Zwei Arten standen, glaube ich, da drin, ne? Also, schauen wir uns die mal an. Die Wassertemperatur, die wir zurzeit haben. Was sagt das Thermometer? Ist 25 Grad. Und dementsprechend gucken wir mal eben, was ist denn hier mit dem Seepferdchen? Seepferdchen ist doch immer der Burner, oder? Wir nehmen kleine Seepferdchen, die sind günstiger. Sie können ja immer noch größer werden. Temperatur 26 Grad. 26 Grad bis, Achtung, also 27 Grad wäre doch eine hervorragende Temperatur. Welche Fische passen noch dazu? Er hier würde noch dazu passen. Bis zu 27 Grad.
oder eben auch er hier. Das heißt, wir können hier drei Arten reinmachen. Wir machen 27 Grad und gönnen uns vier Stück. Vier Stück. Und auch den hier mit 27 Grad in ganz klein. Vier Stück. So, dann stellen wir die Temperatur nochmal richtig ein. Auf 27 Grad. Warten ein wenig, bis die Temperatur angestiegen ist. 26, 27, perfekt. Und dann... Nee, warte mal. Wie man sie reinplunschen lässt, Alter. Mega. So, warte mal. So. Damit sollten wir doch jetzt ein hervorragendes Aquarium haben. Mit richtig guten Fischis. Und jetzt können wir natürlich auch gucken, wie es denn den Fischis so geht. Die Pflanzen freuen sich. Die freuen... Hoppala, wieder so ein bisschen verbuggt. Die freuen sich. Was ist damit? Die haben nichts zu freuen. Aber Hauptsache die. Die haben eine gute Temperatur und die wachsen und wuchern auch weiter. Was ist mit den Fischis hier? Fisch, Temperatur top, Vegetation zu wenig, Dekoration top und so weiter. Okay, ich brauche mehr Vegetation. Zack, einfach nochmal. So, und da haben wir sie schon. 1, 2, 3, 4 mal irgendwelche Pflanzendeko. Ich hoffe, das passt hier auch alles noch so rein. 1, 2, 3, 4. Kriegen wir das hier noch so hin? Vorne irgendwo an die Ecke. Jo. Und ich hab's wieder aufgehoben. So. So, was ist nu, Fischis? Passt das nu? Freut sich, freut sich, freut sich. Hunger, dafür müssen wir natürlich auch sorgen. Wir müssen erstmal noch Fischfutter kaufen. Da ist es, das Fischfutter. Kaufen wir mal direkt zwei Packungen. Und rein damit. So, ihr Fischis, dann gönnt euch mal hier. Jo. Ich würde sagen, das sieht auch ganz schick aus. Wir haben hier ein Aquarium gezaubert in einem Wert von 1841. Drücke J, schaffe gute Bedingungen für Salzwasserfische. Eins von drei haben wir erst. Oha! Das heißt, da müssen doch die anderen ein bisschen gute Bedingungen kriegen. Was ist hier mit den Seepferdchen? Wie sieht es bei ihm hier aus? Seepferdchen, Top-Temperatur, zu wenig Dekoration. Okay, wir brauchen mehr Dekoration und wir brauchen eine größere Anzahl an Fischen. Wie sieht's aus mit den kleinen Clowns-Kandidaten hier? Wo ist er hier? So ein kunterbunter. Hallo. Hier, hier, hier. Verkehrt. Alter, ich schwimme hier mitten im Aquarium rum. Da, er hier. Brauche auch mehr Fische. Okay, Anzahl Dekoration kann erhöht werden. Also mehr Deko rein. So, reingeschmissen die komischen Säulen. Kann man noch machen. Da sind hier die Säulen so halb am Zusammenbrechen. Passt doch ganz gut. Was sagen die Fische nu zu der Deko? Sehr gut. Dekoration passt schon. Zumindest für die Seepferdchen. Und Dekoration für die Clownsfische ist auch schon richtig gut. Wie sieht es jetzt mit den ganzen, mit den anderen großen hier, mit den Doktorfischen aus oder was das sind? Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal gucken, wie es mit den anderen hier aussieht. Guck mal hier unten, da ist noch einer. Ne, daneben. Hier, 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 hier. Ja, er hier. Dekoration perfekt, Anzahl der Fische perfekt. Also er hier, er hat schon bestes Leben. Die kriegen noch ein bisschen Fressen. Und dann vermehren die sich wahrscheinlich auch schon fleißig.
Okay, offensichtlich brauchen wir einfach ein bisschen mehr Seepferdchen. Das heißt, ich kaufe einfach nochmal 3 mehr Seepferdchen. Vielleicht sind die damit dann zufrieden. Aha! Anzahl zufrieden. Jawohl, jawohl, jawohl. Fressen ist da, alles ist da. 2 sind zufrieden. Jetzt sind die Clownsfische noch nicht zufrieden. Das sind sie. Auch da ist die Anzahl entscheidend. Das heißt, auch da ballern wir einfach nochmal eine Handvoll mit rein. 1, 2, 3. Schwarmfische und so Sachen. Und happy. Sehr gut. Stell das Aquarium wieder an den Platz. Alter, ohne Scheiß, was für ein Geraffel. Aber auch mal ohne Scheiß. Es ist gar nicht so schlecht. Du kannst es dir nicht ausdenken. Das ist aber gar nicht so schlecht, ey. Wie krieg ich das denn jetzt gedreht, ey? Stell es an seinen Platz. Ah, mit Klick. So. Ja, kein Problem. Ich stell mal eben easy peasy so ein tonnenschweres Gerät durch die... Schleppe ich mal eben durch die Gegend. Also, wir haben es platziert. Bring das zweite Aquarium auf den Arbeitstisch. Alter Falter. Okay, dieses Aquarium ist fertig. Und hier schwimmen immer noch die toten Makrelen drin rum. Ich glaube, das Teil wird dann das nächste Mal bearbeitet. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird das dann zu einem Süßwasser-Aquarium. Rinjahauen, ihr Kaulquappen. Beim nächsten Mal geht's weiter.